2022 hat sein Ende gefunden und mittlerweile haben AMD, Nvidia und Intel ihre neuen GPU- und CPU-Reihen auf den Markt gebracht, die kommendes Jahr noch kräftig ergänzt werden. Doch was kommt jetzt? Wir werfen einen Blick in die Glaskugel und verraten, was uns nächstes Jahr an der GPU- und CPU-Front erwartet. Anfang Januar wird es mit ziemlicher Sicherheit eine GeForce RTX 4070 Ti von Nvidia zu sehen geben, die man ursprünglich als GeForce RTX 4080 mit 12 GB VRAM kannte. Der Hersteller zog diese aber aus diversen Gründen zurück. Direkt zur CES Anfang Januar wird hier gleichzeitig auch die Markteinführung erwartet, wobei die Spezifikationen mit der RTX 4080 12 GB deckungsgleich bleiben dürften. Es wandern derweil vermeintliche technische Daten zu einer GeForce RTX 4070 und RTX 4060 Ti durchs Netz. Erstere soll etwa 12 GB DDR6X-Speicher an 192-Bit liefern, während Nvidia bei der RTX 4060 Ti eine kleine Änderung vornehmen könnte. Die ausgeplauderten 8 GB Speicher an 128-Bit werden nämlich wohl nur vom Typ GDDR6 sein. Nach wie vor sollen aber alle weiteren Grafikkarten auf Ada Lovelace-Basis die Energieversorgung über den 12-Volt High-Power-Anschluss bewerkstelligen. Auf Seiten AMDs wird man wohl zur CES 2023 neue Grafikkarten aus dem Radeon RX 7000 Line-Up sowohl für Desktop- als auch für Mobilsegment vorgestellt bekommen. Technische Neuerungen sind dabei die dritte Generation der Upscaling-Technologie FSR mit Fluid Motion Frames Technology als Erweiterung, die gegenüber FSR 2 laut AMD die Performance bei 4K-Auflösung verdoppeln soll. Auch für 2023 angekündigt ist AMDs Gegenstück zu Nvidia Reflex, HyperRX. Hierbei soll ein Leistungszuwachs von 85% bei gleichzeitiger Reduzierung der Latenz um ein Drittel herausspringen. Was weitere RDNA3-Modelle auf Desktop- und Laptop-Basis angeht, gab es dazu von AMD noch keine spezifischen Ankündigungen. Mobile-GPUs mit dem Navi 31-Chip sollen aber wohl noch dieses Jahr erscheinen. Bei Intel muss sich noch zeigen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Laut eines Gerüchts des YouTubers Red Gaming Tech könnte es zur CES neue Laptop-Chips aus dem Arc Alchemist Lineup geben, die sich aber kaum von den bereits verfügbaren Modellen unterscheiden sollen, abgesehen von erhöhten Taktraten. Wann der Alchemist-Nachfolger Battlemage das Licht der Welt erblicken wird, ist auch noch nicht bekannt. Möglicherweise kann es nächstes Jahr soweit sein. Intel selbst hält sich mit genauen Erscheinungsdaten noch zurück, bestätigt aber, dass man sich nun verstärkt der Battlemage-Architektur widmen möchte, mit der man vorhatte, bereits an das High-End-Segment anschließen zu wollen. Zur CES 2023, die direkt Anfang Januar in Las Vegas stattfindet, werden AMD und Intel weitere Prozessoren der Ryzen 7000 und 13. Core-Generation präsentieren. Ein Insider bei Intel hat quasi schon bestätigt, dass die restlichen 16 Desktop-CPUs auf Raptor Lake-Basis bei der CES vorgestellt werden. Dabei handelt es sich um die Non-K-Prozessoren, die geringere Leistungsaufnahmen von 65 Watt und keinen offenen Multiplikator bereitstellen. Dann sollen auch preisgünstigere Mainboards auf Intels B760 und H770 auf den Markt kommen. Schon zur Vorstellung im September teaserte CEO Pat Gelsinger an, dass 2023 eine CPU ansteht, die nur in begrenzten Mengen verfügbar sein und out of the box auf 6 GHz takten können soll. Hierbei wird es sich aller Voraussicht nach um einen Core i9-13900KS handeln, den es in dieser Form 2022 auch schon auf Seiten Alder Lakes gegeben hat. Letztlich gibt es noch keinen Nachschlag mit Alder Lake N, wobei es sich um CPUs handelt, die ausschließlich E-Kerne verwenden. Ähnlich wird es auch bei AMD aussehen. Drei weitere Ryzen 7000 CPUs ohne X-Suffix und mit Leistungsaufnahmen von 65 Watt werden im ersten Quartal 2023 auf den Markt kommen. Leaks gab es bereits zu den 65 Watt CPUs Ryzen 5 7600, 7700 und 9 7900. Hierbei wurden sogar schon Preise und maximale Taktraten mitgeliefert, die von öffentlicher Seite noch nicht offiziell bestätigt sind. Gaming-Enthusiasten werden sich auch wieder auf einen oder sogar drei Prozessoren mit 3D V-Cache in verbesserter 4-Nanometer-Fertigung gefasst machen dürfen, was AMD schon mit seiner Roadmap bestätigte. Neuen Spekulationen zufolge sollen drei Modelle mit jeweils 8, 12 und 16 Kernen erscheinen, von denen zwei mit über 200 MB Cache ausgestattet sein sollen. Konkret geht es um einen Ryzen 9 7950X3D, 7900X3D und 7700X3D, die zur CES präsentiert werden und im März auf den Markt kommen könnten. Hinter diesem Gerücht steht allerdings noch ein großes Fragezeichen. Wie es bei Intel im zweiten Halbjahr 2023 weitergeht, ist mittlerweile geklärt, mit einer Wendung im Herstellungsprozess. Ursprünglich plante das Unternehmen die Veröffentlichung der 14. CPU-Generation auf Meteor Lake-Basis im nächsten Jahr. Das Design des Chips, der nun im einsatzbereiten Intel 4-Fertigungsverfahren und TSMCs 5 Nanometern das Band verlassen sollte, wurde von Intel bereits klar kommuniziert. Auch wurde vom Unternehmen bestätigt, dass es wieder einen Sockelwechsel von Raptor auf Meteor Lake geben wird. So setzte die 13. CPU-Generation wie ihr Alder Lake-Vorgänger auf den LGA 1700er Sockel. Meteor Lake-CPUs hingegen werden künftig im LGA 1851-Sockel platziert, genauso wie CPUs,
der Nachfolgegeneration Arrow Lake. Gerüchten zufolge sollen die Meteor Lake CPUs mit 2P-Kernen weniger ausgestattet werden als die Prozessoren der 13. Generation. Laut geleakten Intel-Folien wird es aber eine große Änderung im Veröffentlichungszeitplan geben. Denn Meteor Lake soll 2023 nur im Mobilsegment zum Einsatz kommen und im Desktop-Bereich erst ein Jahr später. Ursprünglich hatte man das aber ganz anders geplant. So sollte die 14. CPU-Generation die 13. bereits 2023 ablösen. Aber Probleme bei den Fertigungsverfahren scheinen den Zeitplan durcheinander gebracht zu haben. Stattdessen wird es kommendes Jahr für Desktop-CPUs ein Raptor Lake Refresh geben, mit leicht höheren Taktfrequenzen im niedrigeren dreistelligen Megahertz-Bereich. Dies bestätigten ebenfalls die durchgesickerten Intel-Folien. Neue Chipsätze der 800er-Serie sind somit nicht geplant, sodass alle aktuellen 700er Mainboards vom Raptor Lake Refresh weiterhin unterstützt werden. 2023 könnte durchaus ein interessantes Jahr werden. Die Grafikkartenpreise entspannen sich wieder leicht dank abgeebbten Kryptoboom und der Eindämmung globaler Lieferengpässe. Nvidia wird nach der Preissenkung der GeForce RTX 4080 vielleicht auch seine künftige Preispolitik überdenken. Auch wenn CEO Jensen Huang erklärte, dass sinkende GPU-Preise der Vergangenheit angehören. Für Gamer interessant sein könnten AMDs neue Ryzen 7000 CPUs mit 3D V-Cache, da der Ryzen 7 5800X 3D nach wie vor sehr beliebt bei den Spielern ist. Was AMD neue Technologien FSR 3 und HyperX darbieten würden, wird sich in künftigen Tests zeigen, genauso wie das 8K-Gaming bei 165 Hz auf entsprechend kompatiblen Monitoren. Inwiefern PCIe 5.0 SSDs und RTX 3.0 Netzteile das Hardware-Geschehen beeinflussen werden, muss das kommende Jahr beantworten. Bis dahin gilt, abwarten und Tee trinken. Worauf freut ihr euch im nächsten Jahr am meisten? Schreibt's uns gerne in die Kommentare. Bis dahin rutscht gut ins neue Jahr und bis zum nächsten Mal.